Die Zauberflöte, der Erfolgsrezept des letzten Jahres, kommt dieses Jahr zurück mit all seinem Humor, mit seinem Pathos, mit den spektakulären Arien von Die Königin der Nacht, von der Priester und die Entstehung am Schluss eines neuen Paars, die werden die Zukunft leiten, Tamino und Pamina. Geschichten aus dem Wienerwald, ein berühmtes Schauspielstück von Uerdan von Horváth, wird dieses Jahr als Oper erscheinen, komponiert von Nalí Gruber, der selbst dirigiert. Dieses bitter satirische Stück zeigt Wien, unsere glänzende Hauptstadt, in eine andere Farbe. Und in diese eher dunkleren Straßen, die arme Marianne erlebt ein trauriger Untergang. Gloria vom Jagstberg ist eine Kammeroper von Nalí Gruber, der Komponist unserer Hausoper. Das wird im Kornmarkttheater gespielt werden. Und das ist ein sehr lustiges Stück. Gloria von Jagstberg ist keine deutsche Aristokratin, sondern ein kleines Schweinchen. Unseres erstes Orchesterkonzert dieses Jahr fällt genau auf dem Tag 100 Jahre später, also der Jubiläum des Anfang des Ersten Weltkrieges. Und deswegen spielen wir ein fantastisches Werk von Benjamin Britten, The War Requiem, unter der Leitung von Philippe Jordan. Der wird in diesem Jahr der neue Chefdirigent der Wiener Symphoniker werden. Dann geht unsere Orchesterserie weiter unter dem Titel Wien zart bitter, mit Werken von Nalí Gruber, der Komponist unserer Hausoper, und auch eine wunderbare Mischung von wienerischer Musik unter der Leitung von Ulf Schirmer, der geht vom Zemlinski bis hin zur Leha. Das Leben am Rande der Milchstraße ist eine Sitcom. Mit ihr holen wir das Format Fernsehen auf die Opernbühne. Geschrieben von Bernhard Gander wird die erste Staffel heuer im Sommer bei den Bregenzer Festspielen sein. Ähnlichkeiten mit The Office sind durchaus nicht von der Hand zu weisen. Transmaghreb, ein sehr politisch aktuelles zeitgenössischer Oper, der erscheint in unserem CATS-Programm Kunst aus der Zeit, also eine Welturaufführung, ein Stück über ein Arbeitslager in der Wüste von Maghreb. Das wird von den Revolutionären überrennt. Dort werden die Leute eingekerkert. Ein sehr, sehr aktuelles Stück politisches Musiktheater.